Alter, Leute, Locals, zufällig. Alter, was geht ab, Leute? Hier aus Stuttgart. Frag mich nicht, wie ich hier gelandet bin. Wir sind hier ein paar Tage und checken natürlich die besten Spots ab. Leider fällt Döner schon mal weg. Also es war ja à la Türke lange Zeit der beste Döner in Stuttgart. Aber Holle hat anscheinend einen neuen entdeckt vor kurzer Zeit. Der hat aber momentan irgendwie nicht mehr offen. Leider, der war krass, der war Top 3 Holles Germany oder allgemein Döner Ranking. Aber leider verpasst man den, aber Burger geht fit, Ramen, bin jetzt auf dem Weg zu Ramen und natürlich Bang Me. Kuss geht raus an Sanji, Leute, Nummer 4. Wir sind hier Umami, Stuttgart, der angeblich beste Ramen in Stuttgart. Nee, wir wissen schon. Schauen wir mal, Leute. Es sieht gut aus. Zweimal dasselbe. Ich bin gespannt. Münchner Ramen-Experte testet Stuttgarter Ramen. Obwohl Münchner Ramen nicht so gut sind. Wir vergleichen sie eigentlich mit Berlin jetzt. Berlin war. Ah, die Brühe sieht gut aus. Löffel auch sehr interessant, gefällt mir. Also kommt nicht an Berlin ran, aber ist stark. Gefällt mir. Löffel sehr geil. Auf der Karte steht, die Brühe wurde 12 Stunden gekocht, ja? 12 Stunden gekocht, yes. Fleischcheck. Andersrum. Nein? Was? Andersrum. Gaststäbchen. Fleischcheck, Leute. Sehr lecker. Yes. Yes, yes, yes. Okay. Überzeugt. Fettig, zart. High quality hier. Das Fleisch ist. Zergeht im Mund. So muss sein, Mann. Gemüse, nicht zu viel Schnickschnack. Ein paar Zwiebeln, dieses rote Kraut, was ich nicht mag. Hat immer. Und das. Ja, der schwarze Pilz, der ist geil. Als nächstes das Ei. Das sieht gut aus. Ist nicht so durchgekocht. Auf eigene Würze. Also Stuttgart, Ramen. Nicht schlecht. Ich war letztens in Berlin. Die zwei Ramen dort. Nochmal einige stärker, aber im Vergleich zu München auf jeden Fall in den Tops. Also, ich glaube, vielleicht sogar keiner in München ist so gut wie der hier. Lass mich nochmal überlegen. Oh, wieso trinke ich aus der Flasche? Ich habe ja mein Glas. Checken die Nudeln ab. Schmeckt dir? Ist gut hier. Das ist mit Sojasauce zusammengepackt. Habe ich geschmeckt. Good stuff hier, Leute, good stuff. Ja, gibt nicht viel zu sagen, Leute. Die wird zerstört. Brühe kräftig. Fleisch zart. Man
wann habt ihr das letzte Mal gesehen, dass ich in München die kompletten Rahmen und die Brühe zerstört habe? Schon sehr lange her. Ist das dieses Jahr überhaupt mal passiert? Ich glaube, dieses Jahr noch gar nicht. Die Chefin zahlt. Danke, Boss. Der Laden sieht interessant aus, Leute, aber irgendwie zu viel Betonung auf vegan. Ich habe einen besseren Bengi-Laden. Noch ein Spot dazu hat, Leute, Renovierung. Das wäre ein Bring Your Asian Girl hierher Spot für Stuttgart Edition, aber kein Glück, wie beim Döner. Jo, was geht, Leute? Eine Zeit lang nicht gesehen. Eigentlich nach dem Rahmen gar nicht mehr. Wir waren in der Notaufnahme. Irgendwas mit meinem Daumen, aber jetzt passt wieder. Ist zum Glück nicht gebrochen. Alles gut. Und jetzt gehen wir zum Dinner. Da gibt's jetzt Dinner. Das ist die Aussicht, Leute. Wir sitzen da irgendwo. Einmal rundum für euch, Leute. Ein Blick in die Küche, Leute. Naja. Schaut's mal, Leute. Das ist eigentlich mein Drink. Das ist ihrer, aber jeder denkt, das ist mein Drink und das ist ihrer. Bisschen Steak, bisschen Lachs mit Risotto, Leute. Bisschen Hummus, Pita, Chicken. Die Drinks wurden gewechselt. Der hier scheint nicht zu munden. Schmeckt ein bisschen wie Hustensaft. Fancy Fried Chicken. Very good. Super crunchy, super juicy. Lecker. Aber schmeckt gut. Schmeckt gut, ja. Hm? Fancy Ketchup. Hummus, Leute, seht ihr? Hummus. Eigentlich brauche ich ein Brot dazu, aber ich probiere ihn mal pur. Rich, creamy, a lot of flavor. Get oil. Schön chewy. Und nicht so teuer. Also für die Location in München müsstest du, glaube ich, das Doppelte zahlen. Mhm. Also hier sieht schon fancy aus, aber es ist nicht so fancy, wie man meinen würde. Also schon fancy, aber nicht so teuer, wie man meinen würde. So, probieren wir mal ein wenig gesotte Leute. Ja. Auch gut, ja. Mhm. Mieze. Dabei. Da war ich mal. Nachspeise, Leute. Tahini, Creme Brûlée. Oh, sehr lecker.
Wow. Gute Auswahl. Stuttgarter Feuersee. Hier war mal Pokémon Go Hotspot. Meso Bangmi. Beste Bangmi in Stuttgart? Wir werden es herausfinden. Die haben aber noch gar nicht offen. Ich muss hier noch eine halbe Stunde chillen. Ich habe alles erledigt. Gestern war ein bisschen chaotisch wegen meiner Hand. Wir waren in der Notaufnahme. Da geht es nicht gut. Was Schmerzen gehen. Aber ich denke schon mal in die Zukunft. Ich weiß, ich kann morgen, wenn ich wieder zu Hause bin, nicht mal direkt ins Gym. Oder wenn, dann halt nur Cardio machen. Er ist so crazy, dass die Hand ohne den Daumen komplett nutzlos ist. Und das fällt halt überall auf. Zum Beispiel, ich trage die Tasche, ich kann sie nicht mal hier so adjusten, weil Hand tot ist, beim Kacken, Digga, sogar. T-Shirt anziehen, wirklich, überall fällt es auf, dass du ein Einarmiger auf einmal nur noch bist. Leiden, Leute. Auf jeden Fall, ja, Stuttgart geht zu Ende. Ich habe meine Sachen hier erledigt, habe ausgecheckt und wir checken jetzt Best Bang Me ab und dann später noch einen geilen Burgerladen hoffentlich. Dann geht's auch schon heim. Das auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid, Leute. Also Leute, auf einmal hat sich fette Schlange gebildet, Mann. Ey, auf einmal fette Schlange. Jeder Sitzplatz ist auf einmal draußen belegt. Muss wieder hier rein. Überraschung, Mann, was ist hier los? Aber ich war einen guten Laden ausgesucht. Ist das der Hype Bangmi Döner, sag ich schon. Der Hype Bangmi Laden in Stuttgart hier. Gebt euch mal. Schlange gewartet, bis der Laden hier aufmacht. Expectations? Die Erwartungen sind hier jetzt. Let's go. Schauen wir mal. Und ein Kaffee ist da schon vorgewürzt. Bin echt gespannt. Stuttgarter sind Foodblogger sind nicht gewohnt. Es gibt glaube ich nicht so viele. Seit Stuttgart aufzumischen. So. Auch noch ein paar Bissen. Der hatte noch nicht alle Geschmäcker.
noch mehr wissen. Es hat ein paar sehr gute Stellen. Aber gesamt mag ich ein paar Sachen nicht. Die Wurst hat eigentlich keinen Geschmack. Die geht komplett unter. Das Brot ist mir nicht fluffig genug. Das ist voll chewy. Das Brot ist zu dominant. Pâté, geil. Diese Butter-Mayo, geil. Eingelegtes Zeug, geil. Das ist schwach. Das ist mega geil. War okay, hat mich nicht umgehauen. Alles fresh, alles passt, aber irgendwie. Ihr kennt das von Döner. Ihr esst den Salat fresh, Brot fresh, Fleisch fresh. Aber es ist jetzt kein Döner, der euch umhaut, wo ihr sagt, boah, shit, direkt morgen nochmal hin, direkt noch ein bestellen. Das hat gefehlt. Die Wurst hat nach nichts geschmeckt. Und dadurch, dass es so viel ist, hat es eigentlich Geschmack von den anderen Sachen übertönt, absorbiert sozusagen. Dass die schwächer dann waren. Aber im Grunde genommen, an sich guter Laden, alles fresh, aber geschmacklich hat der mich jetzt nicht umgehauen. Der war einfach nur, ja okay, kann man machen. Bisschen behind the scenes. Bin in der Shisha-Bar, kurz chillen, ein paar Videos schneiden. Man ist ja flexibel. Und dann geht's Burger essen. Richtig versteckt hier, Leute. Gefunden, Leute. Schauen wir mal, was sie haben. Schauen wir mal, Leute. Bin gespannt, Digga. Pommes. Hauptsauce. Pommes check. Erstmal pur. Okay. Fleisch und Pommes, geil. Super heiß. Super fresh. Hauptsauce taugt mir. Okay, das ist so heiß hier. Was haben wir da? Salat, saure Gurken, Ketchup, Mayo, Tomate, Käse, Hauptsauce. Ein gewisses Grillaroma. Zwiebel auch. Viel Fleisch, man. Geiles, weiches Brot. Das schmiedet sich so ums Fleisch. Einfach ein solider, guter Burger, man. Geiler Fleisch. Und jetzt im Vergleich zu Smashburger.
wenn du hier reinbeißt, wirklich Fleisch. Das ist so gut. Das wird mir direkt noch einholen. Mach ich nicht, weil ich habe lange Fahrt noch und so, wie ist das? Ich kann mir gut vorstellen, dass es der beste in Stuttgart ist. Ich habe jetzt noch nicht so viele Spots in Stuttgart gesehen. Also Stuttgart ist schon auswahltechnisch schwächer als München. Guter Abschluss für Stuttgart. Eigentlich hatte Stuttgart nur gute Spots. Das Problem ist, die meisten hatten gar nicht offen. Ab nach Hause, Bayern Baby, ab nach Bayern zurück. Alter, zurück in München. Mir ist aufgefallen, ich habe gar kein Ende gedreht nach dem Burger. Ich bin dann eher einfach nur noch zum Bahnhof gefahren, aber Kuss geht raus an Stuttgart. Gar nicht so viele Foodspots oder gar nicht so viel Auswahl. Über die Qualität reden wir noch, aber im Vergleich zu München, und viele sagen schon über München, München ist schwach. Weiß nicht, eine überschaubare Anzahl an Auswahlmöglichkeiten, sag ich mal. Aber alle Spots waren zumindest solide. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und dem nicht aktiven Zeug-Kanal der Mine. Serious Business und ciao.